Ursprünglich sind meine Eltern seit 1969 ins Almtal gefahren, Almtal, Salzkammergut, Grünau. Und wir sind dort Sommer wie Winter zum Skifahren, in den Sommerurlaub, natürlich ursprünglich auch durch die Jagd von meinem Vater, dorthin gefahren. Und 1979 habe ich dann bei meiner Frau ein Eis gekauft. Und das war so eine Art Prägung, wie bei Konrad Lorenz. Ah, beim Eiskaufen, genau, das sagt der Thomas immer. Die Frisur von mir war immer, ist glaube ich immer kurz, kurze Haare. Und da hat er gesagt, ich habe ein T-Shirt angehabt, blau-weiß gestreift. Das kann man jetzt glauben oder nicht, ich weiß es nicht. Da hat er sich auf jeden Fall erinnert, oder er hat mir gesagt, da hat er mich das erste Mal wahrgenommen. Und sie hat mich praktisch dann nicht mehr losgelassen, das war so der Goldstandard. Und wenn ich daran zurückdenke, grundsätzlich war sie immer in meinem Kopf und dieses Ziel hat mich eigentlich nie verlassen. Die Kleinen, ich war in der Zeit war so ein bisschen zögerlich. Also er war richtig, er hatte richtig Liebeskummer. Ja, gut, aber gut, es hat die Verbindung hat trotzdem über Telefon und ab und zu mal sehen weitergehalten. Aber wir haben nicht geglaubt, dass da mal richtig was draus wird. Ne? Es war eine ganz günstige Fügung. Also wenn man so 30 ist, dann geht es ja manchmal so ein bisschen durcheinander, nicht? Also bei ihr auch. Und wir waren beide in der komfortablen Situation, dass wir gerade so eine Umbruchphase hatten. Jeder hatte so relativ, sagen wir mal, eine offene Situation. Und ich habe dann irgendwie dann doch die Chance genutzt. Sie hat sich gemeldet bei mir und dann habe ich gesagt, naja, du wirst ja schon noch ein bisschen Zeit lassen können und vielleicht wird es ja wieder. Ja, ich habe den Thomas angerufen, weil er gesagt hat, ich sollte mich melden, wenn ich frei bin oder so. Und dann habe ich ihn angerufen und dann hat er gesagt, ja, es wird schon wieder und hat aufgelegt. Und dann haben wir gedacht, na so, jetzt rufe ich ihn an und jetzt legt er dann gleich wieder auf. Aber natürlich, 3 Tage später stand ich schon auf der Matte und bin mit dem Auto nach Salzburg gefahren. Da war gerade die Festspielzeit, da habe ich ja im Festspielhaus gearbeitet und dann hat er mich eingeladen und dann sind wir mal nach Graal-Müritz gefahren an die Ostsee. Und dann habe ich relativ schnell, nachdem ich sie dann mal nach Berlin einfliegen lassen hatte, ich habe ja ein Ticket gescheckt und dann haben wir einen kleinen Urlaub gemacht an der Ostsee. Wunderschön, wir hatten Glück mit dem Wetter, die Sonne schien, weißer Sandstrand. Und ja, und da hat er dann meine Hand angehalten in einem Strandkorb. Dann habe ich gesagt, so jetzt stelle ich die Frage. Ja. Und die hat sie klugerweise mit Ja beantwortet. Ja, der Thomas ist ein großer Romantiker. Okay. Also ich bin in Berlin-Charlottenburg geboren. Charlottenburg war damals West-Berlin und Berlin ist ja seit 1961 geteilt. 3 Jahre später kam ich auf die Welt und ich habe Berlin eigentlich immer als geteilte Stadt erlebt. Und einerseits war das furchtbar, weil wenn man verreisen musste, ist man Transit durch die DDR gefahren. Das war mit vielen Schikanen verbunden und das war einfach furchtbar. Ich kann mich erinnern, wie meine Eltern dann immer die Rückbank vom Auto ausräumen mussten, die Tankdeckel aufgeschraubt wurden, dann mit sondiert wurde, ob da nicht irgendjemand versteckt ist. Also das war schon also eine schlimme Zeit. Andererseits war Berlin wirklich eine Insel der Glückseligen, weil es gab nicht diesen Pendelverkehr von außen nach innen. Berlin hat wenn ich von West-Berlin spreche, sehr viel Wasser und vor allen Dingen auch 1/3 Wald. Also man hatte nicht so das Gefühl, dass man jetzt unbedingt so in einer Stadt lebte, da wo ich aufgewachsen bin. Es war eher so ein Wohngebiet, so wie hier. Berlin ist auch, muss ich sagen, eine sehr offene Stadt. Es ist nicht so, wer bist du, was hast du, wie viel kannst du? Und das ist immer noch so. Leider hat sich so ein bisschen, was mir jetzt im Laufe der Zeit auffällt, weil ich ja Berlin jetzt immer so aus der Distanz sehe, wie es sich entwickelt hat, die zunehmende Armut ist offensichtlich. Also wenn man mit der U-Bahn fährt, glaubt man, man ist in einer großen Psychiatrie. Haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR
auszureisen. Berlin hat natürlich, als ich den Mauerfall erlebt habe, und das ist natürlich jetzt 30 Jahre her, es war eine ganz besondere Situation. Ich war praktisch in meinem letzten Studienabschnitt, habe schon diese praktische Zeit gemacht und dann habe ich im Fernsehen gesehen, dass dieser Schabowski sagt, wir machen jetzt die Mauer auf, und meine damalige Freundin, die hat das so ein bisschen, ja, sagen wir, ignoriert, und ich habe gesagt, so, das schauen wir jetzt an, da gehen wir jetzt hin, und dann sind wir da hingegangen an die Invalidenstraße zu einem Grenzübergang, auf der Westberliner Seite standen wir, und dann standen die auf der anderen Seite und haben gerufen, wir kommen, und dann kamen die wirklich. Ja, das war einer der erregendsten Augenblicke in meinem Leben. Toll. Danach war natürlich ein Ausnahmezustand, kann man sich nicht vorstellen, die Stadt war überfüllt mit Menschen und hat sich, glaube ich, ganz, ganz gut entwickelt, aber das braucht halt Zeit. Und dann kam der neue Impuls, wo man die Dinge machen konnte, die ich als Jugendlicher nicht machen konnte, also mit dem Fahrrad ins Umland fahren oder dann einfach mal an die Ostsee fahren, das ging ja damals nicht. Das war natürlich toll. Und die DDR lag ja in so einer Art Dornröschenschlaf. Die hatten ja nicht diesen Tourismus, der teilweise ja gut ist, aber andererseits auch sehr zerstörend. Also wenn man sich anschaut, was so in den 70er Jahren an Hoteltempeln entstanden ist, das ist ja entsetzlich. Das haben die da eigentlich verpasst. Und dann kamen diese 5 bis 10 Jahre, wo diese alten Häuser, die sie noch stehen lassen hatten, weil sie kein Geld hatten, sie abzureißen. Die wurden jetzt alle renoviert. Und wenn man jetzt da an diesen Ostseebädern vorbeifährt, das ist ja wie ein Puppenstübchen, wunderschön. Und das hat sich dann positiv entwickelt. Also für mich war das dann eine richtige Safari, von der Insel West-Berlin dann auszurücken und dann alles neu zu entdecken. Das waren praktisch dann 9 Jahre nach dem Mauerfall, habe ich die Stadt dann nur noch aus der Distanz erlebt. Also wenn ich zu meinen Eltern fahre oder fliege, die leben ja dort, und ich habe schon mehrere Versuche unternommen, sie umzusiedeln, aber sie wollen nicht. Ja. Und das kann man schon verstehen, weil so einen alten Baum, den verpflanzt man nicht. Wir sind gekommen immer, also Weihnachten waren wir immer da, dann waren wir ab und zu auch Ostern zum Skifahren dann, und Sommer waren wir alle 2 Jahre immer da, also immer ein Sommer Österreich, und dann sind wir wieder Dänemark, Norden rumgefahren, Skandinavien. Wir waren immer da. Und wir waren manchmal aus Jugoslawien, damals noch Jugoslawien, waren wir auf der Insel Raab. Da war es so heiß, und haben wir gesagt, also wir fahren nach Kunar. Sind wir für 2 Tage, haben wir einen Umweg gemacht, Kroatien, und dann nach Kunar. Da war richtig froh, in den schönen österreichischen Betten waren wir, das war richtig schön. Verschwindet! Was ist? Verschwindet, Piefke! Der Deutsche ist natürlich eine besondere, sagen wir mal so, Charaktere. Wenn ich hier in Österreich den Mund aufmache, dann glauben ja die Leute immer noch, ich bin ein Tourist. Sie wissen ja nicht, wenn sie mich nicht kennen, dass ich hier lebe. Und ich weiß auch, dass meine Landsleute sehr allwissend oft auftreten. Damit macht man sich nicht beliebt. Das weiß ich auch, und das mache ich eigentlich auch nicht. Wenn man dann hier lebt in Österreich und seine Freunde hat, dann haben sie einen auch lieb, die Österreicher. Da gibt es dann auch gar kein Zurück. Deutschland selber ist natürlich die Teilung. Der Deutsche, vielleicht früher, jetzt wohl nicht mehr so, hat immer so einen Hang zum Perfektionismus gehabt. Und die Teilung war ja eine von außen aufgezwungene Sache. Und das ist so, die Deutschen, selbst wenn sie sich selber verarschen, machen sie das perfekt. Ja, also das ist einfach, das kann man nicht von der Hand weisen. Und das ist das Tragische eigentlich auch. Deutschland hat sich ja schon, ich meine, durch die beiden Kriege, die haben es beide verloren, da ist natürlich ein Selbstbewusstsein entstanden, das ist leider voll im Keller. Ja, der Deutsche darf praktisch nur die Fahne rausholen,
wenn man ein Fußballspiel gewinnt. Ansonsten ist man ja gleich ein Nazi. Also da ist eine, glaube ich, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also Peter, ja, komm, wir müssen wir ins Gemeindeamt. Ja? Herzlich willkommen. Ja, das ist, glaube ich, nicht unbedingt Hass, sondern es ist schon ein gewisser, sagen wir mal so, manchmal vielleicht auch ein gewisser Neid. Das kommt sicherlich, weil viele Dinge, die Deutschland erlebt oder macht, kommen dann vielleicht ein, zwei Jahre später auch in Österreich. Jetzt hat sich die Situation phasenweise geändert. Deutschland ging es phasenweise auch nicht so gut. Und ich muss sagen, sicherlich geht es den Österreichern im Durchschnitt besser als den Deutschen, wenn man sich mal ein realistisches Bild in den Städten macht. Und dann können die Österreicher schon jetzt mal über die Deutschen lachen. Früher haben die Deutschen über die Österreicher gelacht, das hat sich jetzt so ein bisschen verändert, weil Österreich, muss man glaube ich sagen, geht es im Durchschnitt, ist die Lebensqualität hier viel, viel besser. Die Deutschen kriegen kein 14. Monatsgehalt. Die Sozialleistungen sind auch sehr gut. Also das ist sicherlich etwas anders als in Deutschland, aber vieles ist ähnlich. Und der Österreicher schaut sich manchmal vielleicht Dinge an, lässt vom anderen etwas kommen und sehr neugierig. Und dann überlegt er ihm, wie er einer reinhauen kann. Das ist so eine typische Art. Der Deutsche ist vielleicht zu ehrlich und manchmal etwas zu naiv, weil er was von sich herausgibt. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, ja? Wenn man sehr ehrlich und offen ist, dass das dann vielleicht zum Schluss auch einen Haken haben kann und gegen einen verwendet wird. Das ist die österreichische Art, ist dann schon ein bisschen, je weiter man sich zum Balkan bewegt, dann doch schon ein bisschen orientalischer als in Deutschland. Der Deutsche zum Beispiel, der geht zur Arbeit, um zu arbeiten. Der Österreicher geht zur Arbeit, um nach Hause zu gehen später. Also das ist für mich eine große Umstellung gewesen, wo ich gemerkt habe, wenn es aufs Wochenende zugeht, also gegen 13 Uhr am Freitag, auch wenn es, ich habe im kleinen Krankenhaus angefangen in Oberndorf, war keiner mehr da, die sind alle nach Hause. Also wenn die Arbeit erledigt war, das war das Wichtigste, die Leute schauten, oh, die Sonne scheint, es liegt der Schnee, wir gehen Skifahren. Ja, also das ist ein anderes Denken. Weil es ja nicht ganz einfach ist, einen Studienplatz zu bekommen in Medizin, hatte ich ja großes Glück nach 3 Jahren Parkstudium Chemie. Wir sagen Chemie, ich habe es jetzt auch schon in Chemie transformiert. Habe ich dann einen Studienplatz über damals Lotto Toto Losverfahren bekommen, weil mein Abitur war ziemlich schlecht. Und dann habe ich natürlich studiert und habe ich die 1-0er, die Numerus Clausus Typen, die hat man sofort erkannt. Also das waren so die, mit denen man sich privat in der Schule damals nicht getroffen hat. Und da habe ich mich gefragt, wie will der mit einem Menschen reden oder wie will der mit einem Patienten mal ein Späßchen machen? Also das sind so Sachen, die sind mir damals schon aufgefallen und die erkennt man heute noch, ja, wo man sagt, der wäre eigentlich was für ein Labor gewesen, aber nicht für einen Menschen. Ja. Und dann habe ich in West-Berlin, war es ja kein Problem, einen Studienplatz zu kriegen, weil es war die größte westdeutsche Exklave als Universitätsstadt. Und das war eigentlich eine tolle Zeit. Und das hat sich dann so alles entwickelt und ich habe dann als Halbtagsarzt am Anfang gearbeitet auf einer inneren Medizinabteilung, habe alle Wochenenden gemacht, weil ich ja keine Familie hatte. Durch die Wochenenden, die waren gut bezahlt, habe ich mehr verdient als einer, der voll gearbeitet hat. Also mir fehlte es an nichts. Dann bin ich auf einer Intensivstation dort gewesen und habe dann angefangen, Notarzt zu fahren. Und das hat mich dann nie verlassen, das Thema. Dann bin ich ins Universitätsklinikum Benjamin Franklin, war dann auch als Notarzt dort tätig und die hatten den einzigen
Notarzt-Hubschrauber in West-Berlin, der jetzt auch für ganz Berlin fliegt. Das war der Christoph 31 und habe dann, also das war was Wunderschönes für mich. Ich habe dann meine Stadt aus der Vogelperspektive erlebt, wie man sie sonst nie erleben würde. Also ich habe Dinge, also wie zum Beispiel zwei Kurfürstendamm-Landungen. Also wenn ich dann mit meiner Frau dort lange, die kann es schon nicht mehr hören, aber sage ich, pass mal auf, hier bin ich schon im Hubschrauber gelandet. Und das mitten auf dem Kurfürstendamm, da habe ich auch noch so ein Beweisfoto. Also das ist einfach unglaublich gewesen. Oder meine Eltern standen in ihrer Dreizimmerwohnung auf dem Balkon und der Pilot ist dann extra nochmal eine Runde geflogen, damit meine Eltern ein bisschen winken können. Es war also mit 28, 29 ein Wahnsinnsgefühl. Also das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Keine Frage, der Notarztjob ist nicht immer lustig. Ja, das gibt Dinge, die sind sehr furchtbar, aber man hat dann, Gott sei Dank, eins nimmt man mit Demut, dass die Dinge, die passieren können, Gott sei Dank bei einem noch nicht zu Hause passiert sind. Aber man weiß, das kann jederzeit passieren. Also das ist eine Sache, die man dann mit Respekt nach Hause genommen hat. Das habe ich dann hier weitergemacht in Salzburg. Bin dann auch lange Notarzt gewesen, hauptberuflich. Habe dann die Notaufnahme im Landeskrankenhaus aufgebaut und bin hier auch mit dem Notarzthubschrauber, mit dem Christophorus 6, sehr viele Einsätze geflogen, mit dem Notarztdienst. Und irgendwann, muss ich sagen, ist man, wenn man über 50 ist und man muss Nachtdienste machen und man hat gewisse Dinge, die man sich als Ziele setzt und die sind mit so viel Energie und Aufwand verbunden. Und wenn man die dann nicht erreicht, dann muss man irgendwann mal sagen, entweder Heldentod an der Arbeitsfront oder Rückzug. Und ich habe mich dann für den Rückzug entschieden und es war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Weil wenn du nachts um 3 in einem Arbeitsprozess bist, der dich schon seit über 20 Stunden fordert und du kannst immer noch nicht schlafen, dann wird der Patient zum Feind. Und dann habe ich mich dafür entschieden, in die Ordination zu gehen. Ich mache noch Gutachten für die Pensionsversicherung und das ist eigentlich so eine sehr gute Mischung. Ich kann mir eigentlich aussuchen, wie viel ich arbeite. Wenn ich mehr will, aber ich will nicht mehr arbeiten, dann könnte ich auch noch mehr verdienen. Aber wir haben Gott sei Dank das Glück gehabt, dass wir unser Haus bezahlt haben und wir müssen jetzt nicht unbedingt noch irgendwas dazu kaufen. Wir haben keine zwei Pferde, die irgendwo stehen und gefüttert werden müssen. Wir müssen unsere Söhne auf Kurs bringen, wenn die noch irgendwas studieren oder so, dann müssen wir sie natürlich unterstützen. Aber jetzt ist so langsam mal der Herbst da, wo man sagt, wir ernten die Früchte. Herr Salzburg ist mein Lebensmittelpunkt. Wenn man den zeitlichen Kontext sieht, ist natürlich Berlin erstmal von der Distanz und von der Zeit schon relativ weit weg. Und ja, ich fühle mich hier sauwohl. Salzburg ist eine wunderschöne Stadt. Und hat auch sehr viel zu bieten. Also das Schöne an Salzburg ist natürlich, es ist überschaubar. Und es ist trotzdem eine Stadt, wo es alles gibt. Es gibt kulturelle Veranstaltungen, die Festspiele. Es gibt sportliche Highlights, wo nur sich Fußball hier anschauen und Skifahren. Und natürlich ist die Stadt wunderschön. So, hopp. So, rein da. Das war richtig Spielfan. Für ihn war das Schönste, also bestrafen oder so konnte man gar nicht machen. Er hat dann, wenn mal was war, oder war er war eigentlich so ein richtig braver Junge, aber irgendwie manchmal was war, das gibt's nicht, dann durfte er nicht draußen spielen oder so. Aber für ihn war das gar nichts. Da konnte er drin Lego spielen. Das war dann für ihn schön. Ja, Spielzeug ist so eine Sache, das, wenn ich da an meine Frau denke, die rümpft dann immer die Nase. Ich habe sie einmal mitgenommen auf die Salzburger Spielzeugbörse und dann stand sie immer hinter mir wie so ein Papagei. Braucht man das? Und das war das letzte Mal. Ja? Und sie ist eh nur mitgekommen, weil wir auf dem Weg woanders hin waren, aber das war eine, also sie belächelt es, aber sie sieht, dass ich damit glücklich bin. Ich bastel Modelleisenbahnen in allen Größen, mache Dioramen und so. Das
hatte ich Gott sei Dank auch viel Platz bekommen durch meine Schwiegereltern. Ich habe dann gleich mal mit der Eheschließung den Keller meiner Schwiegereltern in Beschlag genommen und habe sogar einen ganzen Raum renoviert bekommen von meiner Schwiegermutter, dass ich da alles hineinplatzieren kann. Ich weiß, in Grünau hat mein Papa sein Jagdzimmer gehabt und zu Weihnachten war das dann plötzlich das Eisenbahnerzimmer, weil da sind die großen Eisenbahnen aufgebaut, riesige Kreise und da sind halt eher hauptsächlich die Kinder, die waren eigentlich eh nur zu klein für sowas. Aber er hat, da konnte da richtig spielen. Ja, der hat das Spielen nicht verlernt. Ist der Thomas immer noch ein Kind geblieben? Ja, beim Spielzeug ist er sicher ein Kind geblieben. Er sammelt alles, was möglich ist und er findet sich auch wieder was Neues. Ja, ich habe direkt mal vorher schon überlegt, wir wollen ja nicht so sehr im Himmel leben, aber ob man irgendwas erzählen könnte, wo wir uns richtig drüber geärgert haben oder nicht. Was. Er war pflegeleicht. Höchstens die kleine Sache, da hat er plötzlich große Liebe zur Chemie entwickelt. Ach so, und ja. Und seinen Freund aus unserer Siedlung, aber wie alt waren sie damals? Naja, vielleicht 13. Ja, haben sie immer fort experimentiert. Hatten Chemiekasten und alles Mögliche, ja. Und haben da gewirtschaftet. Und dann waren wir einen Abend zu Hause und wir wussten nicht spielen draußen. Da gab es eine Explosion mit einem. Dachte, das halbe Bauhaus bricht zusammen. Da könnt ihr euch vorstellen, was wir für einen Schreck gekriegt haben. Nicht? Dann habe ich eine Rakete gebaut mit meinem Freund Michael. Die ist dann leider nicht gestartet, sondern gleich am Boden explodiert. Und das hat einen dermaßenen Knall gemacht, dass die Rakete dann doch geflogen ist. Also ich habe sie dann beim Gassigehen 300 Meter weiter weg gefunden, die Reste, weil sie dann wieder dort abgestürzt ist. Sie ist einfach nur durch die Explosion weggeflogen. Aber ich hätte mir schon relativ wehtun können. Wir hatten ja Gott sei Dank einen respektvollen Abstand. Aber mein Vater ist dann in der Situation rausgerannt und hat mir eine geschmiert. Zu Recht, ja. Das war das erste Mal und letzte Mal, wo ich mich daran erinnern kann. Weil er wirklich wusste, was wir da gerade angestellt haben. Das war so die eine Situation. Das hat ja alles ganz easy angefangen. Ich glaube, in die Ehe ist er gekommen vielleicht mit Fotoalben, die er gesammelt hat, oder Briefmarkensammlung und vielleicht so kleine Eisenbahnen, die in einen kleinen Koffer passt haben. Aber das hat sich dann schlagartig geändert. Dann ist plötzlich Lego dazugekommen und die Eisenbahnen sind immer größer geworden. Kern ist eigentlich mein altes Lego. Ich habe also Lego geliebt als Kind. Das war ja auch sehr kreativ damals. Es gab nur Dächer, Räder, Fenster. Und man musste so Dinge selber zusammenbauen. Heute ist es ja wie Modellbau, da ist praktisch alles schon vorgefertigt. Da gibt es nicht sehr viele Alternativen. Aber ich habe da viele Dinge noch original verpackt. Manche habe ich dann über eBay oder Willhaben dazu ersteigert. Jetzt habe ich so eine relativ beträchtliche Sammlung. Und das ist für mich irgendwie so, zu kurz gekommen bin ich nicht, aber das wollte ich immer schon haben, auch als Kind. Und das lässt einen nicht los. Und wenn man jetzt so ein bisschen in einer Zeit ist, wo man vielleicht nicht über 100 Euro nachdenken muss und sagt, kaufe mir aus. Ja, das, und da hat man, ich habe große Freude dran. Und immer, wenn ich mir was kaufe, meine Frau lacht auch immer drüber, ich stelle mir das hin und manchmal sogar neben das Bett auf dem Nachtkissen und dann schaue ich mir das an. Ja, das bleibt dann da stehen und dann schaue ich das an. So wie, da habe ich mich, glaube ich, so geistig seit dem 10. Lebensjahr nicht weiterentwickelt. Ja, letztendlich habe ich dann die Försterstochter geheiratet. Fluchtgrund war Liebe.